unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Wir singen jede Woche, wenn wir den Sonntag beginnen, im Hymnus, diesen schönen, zumindest in der ersten und dritten Woche ist der Hymnus, dass wir die Psalmen meditieren, heißt es im lateinischen Text. Und im Deutschen ist das sehr schön von der Emiliana Löhr übertragen, den Psalmen ins Herz zu schauen. Und wir singen dann in den Lau des Sonntags jetzt, zumindest bis Kreuzerhöhung. Und wir suchen Gottes Angesicht mit Psalmen wie von alters her. Wir haben in beiden Stichworten, in dem, was wir hier bei uns im Stundengebet haben, schon eine ganz wichtige Überschrift für das, was wir überhaupt tun, wenn wir Psalmen beten, wenn wir Psalmen singen, wenn wir Psalmen lesen oder hören. Und in dieser Reihe haben wir ja schon einige Psalmen auch angeschaut. Die großen, ich würde mal sagen, die zwei großen Wiederholungspsalmen, die geradezu konstitutiv sind für das Stundengebet, in der klassischen Form, sage ich mal, Psalm 95, mit dem wir den Tag beginnen im Invitatorium, diesen ganz programmatischen Psalm und ebenso programmatisch die Eröffnung in den Laudes mit dem Psalm 51. Dann haben wir schon eine Reihe von messianischen Psalmen angeschaut, die ja auch uns regelmäßig begleiten, sonntags in der Vesper oder an Festtagen oder gerade im Zusammenhang mit dem Weihnachtsfestkreis haben wir die angeschaut, weil die wichtig sind. Und ich dachte mir, wir gehen jetzt einmal, am besten fängt man vorne an. Also Psalm 1 war naheliegend. Weil ich finde, wir können uns gar nicht genug mit dem Psalmen beschäftigen. Es hat ja gerade in den letzten Jahrzehnten durchaus Versuche gegeben, auch exegetisch sehr bemühte Versuche, die Psalmen sozusagen nahezubringen, nachdem das letzte Konzil sagt, der Tisch des Wortes Gottes soll reicher gedeckt sein, dass die Psalmen nicht nur etwas sein sollen für die Experten, für diejenigen, die sich ganz offiziell verpflichten, das Stundengebet, das nun großteils aus den Psalmen besteht, zu sprechen oder zu beten, sondern dass es für alle sein soll. Wenn man auf diese Versuche schaut, die sind ja auch mit berühmten Namen eigentlich verbunden, also Erich Zenger, Gott hab ihn selig, jetzt schon einige Jahre. Ich denke, dieser Versuch ist gescheitert. Überall, wo ich hinkomme, bis in unsere Kreise hinein, gibt es Schwierigkeiten mit dem Psalmen, trotz dieser Versuche. Punkt 1. Wenn ich dann genauer in die Versuche hineinschaue, dann erfahre ich natürlich, man soll über die Toten eh nichts Schlechtes sagen, aber natürlich hat gerade ein Mann wie Erich Zenger oder Lothar Hossfeld auch, die haben sich ihr Leben lang bemüht, die Psalmen zu erklären, zu erforschen, die haben unglaublich viel Arbeit geleistet. Aber eine Erschließung, so dass der betende Otto-Normalverbraucher und die Otto-Normalverbraucherin das wirklich damit etwas anfangen können, das ist, glaube ich, nicht gelungen. Und zwar ist das egal, ob ich den großen Herder-Kommentar, der noch kurz vor seinem Tod abgeschlossen werden konnte, es sind drei große Bände, die sind einmal sehr dick, zweitens sind sie sehr teuer, also wie das diese Herder-Kommentare so an sich haben, kostet ein Band 80, 90 Euro von diesen Bänden. Und man liest diesen Kommentar, selbst wenn man jetzt sagt, gut, die hebräischen Sachen lasse ich weg, das kann ich jetzt so nicht beurteilen, das ist trotzdem ist auch sehr erhellend. Aber es fehlt jede Brücke für den Beter. Wir finden etwa zu Psalm 95 oder zu Psalm 51 nicht einen einzigen Hinweis, dass dieser Psalm mindestens 1500 Jahre lang jeden Tag bei jedem Morgengebet gesprochen wurde. Den gibt es nicht. Ich finde das unglaublich. Das ist eine Vergessenheit, die nicht vorkommen darf. Aber das zeigt etwas über die Einstellung. Man hat also die Angst gehabt, wir nehmen sozusagen dem Judentum und der hebräischen Bibel etwas weg, wenn wir das christlich verstehen. Aber was sollen wir denn als Christen tun, wenn wir die Psalmen beten? Wir können ja auch nicht in eine hellenistische Zeit einsteigen, also 200 Jahre vor Christus, und sagen, wir beten sie jetzt so. Und wir können uns auch nicht nur mit Archäologie oder historischem Wissen helfen und sagen, naja, damals hat man das dann so verstanden und so, jetzt müssen wir heute für uns selber nochmal suchen, wie das ist. Bei allem Bemühen auch, und das ist zu Recht, zu sagen, unser Altes Testament, also die hebräische Bibel, hat auch einen Eigenwert
ohne dass sie immer schon gleich christlich vereinnahmt ist. Aber als Christen lesen wir die Bibel natürlich mit unseren Augen, und zwar so, wie das Neue Testament sagt, wie der Auferstandene uns Augen, Herz und Geist geöffnet hat für das Lesen der Schrift, der Psalmen, der Tora, der Propheten. Ich denke, daran kommen wir nicht vorbei. Und deshalb ist dieses Bemühen, so ehrenwert das ist, deshalb auch gescheitert, weil es die Väter vollkommen außen vor lässt. Die sind ohnehin immer verdächtig, dass sie ja antijudaistisch waren. Das stimmt bei manchen Vätern sicher auch, wobei wir da immer den Kontext beachten müssen. Also der Antijudaismus etwa eines Johannes Chrysostomus ist deshalb verständlich, weil es nicht verschwindend kleine jüdische Gemeinden waren, sondern der hat in Antiochien, als er noch nicht Bischof von Konstantinopel war, wenn der gepredigt hat, wusste der, ein Teil seiner Leute gehen immer auch noch in die große Synagoge. Die wussten nicht, wo sie hingehören. Also wir hatten eine Form von Synkretismus innerhalb seiner Gemeinde. Und solche synkretistischen Dinge, wie die ja heute auch ganz innen sind, ich gehe mal heute dort und morgen gehe ich dorthin und am Schluss weiß man ohnehin nicht mehr, wer man ist und wo man hingehört, die helfen also eigentlich wenig, die erfordern eine Klärung. Und das ist zumindest der Hintergrund, den man wissen muss, um manchen Ausritt, den Johannes Chrysostomus dann zum Beispiel Johannes Chrysostomus dann tut, um den einordnen zu können und verstehen zu können. Den darf man natürlich nicht verabsolutieren und sagen, das ist jetzt für alle Zeit so und das ist unsere Sicht der Dinge. Deshalb will ich versuchen, mit dem Blick auf Psalm 1 das kann natürlich nicht exegetisch alles umfassend sein, aber ich will es versuchen, auf breitere Beine zu stellen, als jetzt hier nur mit exegetischen Details um mich zu werfen, die dann wieder nicht hilfreich sind. In seiner Erklärung dieses Psalms hat Erich Zenger gesagt, wir gehen in den Psalter hinein durch ein Doppelportal. Und zwar Psalm 1 und 2. Sind gleich zwei Türen. Diese Psalmen gehören zusammen. Das ist nun deshalb nicht erstaunlich, weil eigentlich alle Psalmen zusammengehören. Ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt. Es gab eine Zeit, da man gesagt hat, das ist reiner Zufall, wie die Psalmen da gesammelt sind. Eigentlich müsste man die thematisch sortieren. Und sie waren auch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich gesammelt. Die waren nicht immer in dieser Reihenfolge. Aber dann bildet sich eben diese Reihenfolge heraus. Warum? Weil der Psalter eben durch Stichworte verbunden ist. Man muss sich das vorstellen wie ein Netzwerk von einem Teppich, der sonst nicht zusammenhält. Eines ergibt das andere und es sind so Widerhaken drin, Stichworte von Psalm 1 zu 3, sodass wieder eine Brücke entsteht und sodass ein richtiges Verwobenes, ein richtiges Gewebe entsteht. Deshalb, darauf will ich ganz am Schluss noch kurz eingehen, ist die älteste Form natürlich auch dem Psalter zu beten, nicht wie wir das in der Liturgia Horarum heute tun, so ausgesucht und häppchenweise und manches weggelassen und so, sondern man fängt bei 1 an und hört bei 150 auf. Das war für die alten Mönche klar, sie tun das mehrfach am Tag. Zumindest dem Psalter einmal am Tag. Der heilige Benedikt war der Auffassung, das kann er seinen Mönchen nicht zumuten. Also nochmal auch hier, die alte Weisheit, das letzte Konzil hat alles abgeschafft. Das gibt es immer wieder in der Kirchengeschichte. Auch Benedikt hat manches abgeschafft, was er vorgefunden hat. Und sagt, oh, das ist zu viel für die, das schaffen die nicht. Wobei die natürlich dann auch nie, also Benedikt hat natürlich dann den Psalter auf eine Woche aufgeteilt, aber hat natürlich Wiederholungspsalmen da drin. Deshalb sind das natürlich, wenn man die zusammenzählt mit dem, was immer jeden Tag wiederholt wird, sind das natürlich dann schon wieder auch mehr. Und trotzdem, das Pensum fand er zu viel. Und daraus ergibt sich im Grunde genommen, steht bis heute eine Mischung in der Reihenfolge und in dem, wie wir Psalmen beten, in der Auswahl, die Benedikt vorgeschlagen hat in seiner Regel, wie auch im alten römischen Offizium. Das betrifft auch nachher das sogenannte Kathedraloffizium, das betrifft gerade den Psalm 1, wo der steht. Ich komme da am Ende nochmal drauf. Also wir gehen durch ein Portal. Und zwar sind diese beiden Psalmen durch ein Stichwort verbunden. Darauf weist Zenger hin, nämlich das erste Wort des ersten Psalms und im letzten Vers des zweiten Psalms, nämlich das Selig. Auch darauf werde ich nachher noch eingehen.
Der Zenger betont das anders. Ich bin bei ihm nie sicher, ob er die Tradition der Väter einfach bewusst ausblendet oder ob er sie doch kennt und dann weglässt oder ob er sie eventuell gar nicht kennt. Wir haben am Beginn einen Psalm, in Psalm 1, einen Psalm der Torahfrömmigkeit, wie er sagt. Also der Gerechte, der hier selig gepriesen wird, der sich ganz in die Torah, in die Weisung Gottes vertieft. Und im Psalm 2 einen messianischen Psalm. Sodass es eigentlich schon, wie das die Väter immer gesagt haben, ein christologisches Programm ist. Die akzentuieren das nochmal leicht. Also ein Portal, um in das Psalmenbuch hineinzugehen. Dieser Psalm begrüßt den Beter der Psalmen und heißt ihn willkommen. Genauso wie die letzten beiden Psalmen den Psalmenbeter wieder verabschieden. Mit dem, was er sein soll und wie er geworden sein soll. Und Zenger nennt diesen Psalm eine kunstvoll gestaltete Seligpreisung. Habe ich den nicht mit? Jetzt wollte ich ihn eigentlich zitieren, aber sollte offenbar nicht sein. Ich habe, glaube ich, nicht mit. Er sagt dann noch zwei Sätze zu. Also die Torahfrömmigkeit und die Messias-Hoffnung werden sozusagen dem, der in diesem Psalmenbuch eintritt, als Lesehilfe mitgegeben. Mit der Frage im Hintergrund, wie soll ich denn die Psalmen hören? Wie soll ich sie lesen? Wie soll ich sie beten? Was ist Psalm 1? Vielleicht hören wir ihn einfach mal. Ich lese mal aus der uns üblichen Übersetzung der Münster-Schwarzacher Psalmenübersetzung vor. Selig der Mensch, der nicht dem Rat der Frevler folgt, der nicht betritt den Weg der Sünder, nicht sitzt im Kreis der Spötter, der vielmehr seine Lust hat an der Weisung des Herrn, der bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsinnt. Er gleicht dem Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Was immer er tut, es wird ihm gelingen. Nicht so die Frevler. Sie sind wie Spreu, die der Wind vor sich hertreibt. Darum werden Frevler im Gericht nicht bestehen, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr weiß um den Weg der Gerechten, aber der Weg der Frevler verliert sich. Haben Sie eine Überschrift über den Psalm in den Ausgaben, die Sie in der Hand halten? Kommen wir gleich noch drauf. Ja, das ist relativ. Also das ist ja nicht die Originalüberschrift. Manchmal sehen wir bei den Psalmen Überschriften, die im Psalmtext stehen. Deshalb beginnen, wenn wir die Psalmen zum Beispiel im Stundenbüchern haben wir diese Überschriften nicht drin. Der Psalm als David, ja, so, das wird beim Beten in der Regel weggelassen. Das sind die Psalmüberschriften, die Psalmen selber in sich im Text haben. Psalm 1 und 2 haben keine Überschrift. Ja, der Überschrift ist aber Überschrift drin. Und zwar Weisung zur Wahl des rechten Weges. Ja, aber das ist Killefit, Entschuldigung. Das sind Überschriften, die sich irgendein Fuzzi ausgedacht hat, der diese Bibelausgabe rausgegeben hat. Der meint, er muss unsere Aufmerksamkeit lenken. Grundsätzlich vergessen Sie alle Überschriften, die nicht zum biblischen Text gehören. Sie sind Bevormundung. Alle. Auch Sonntag sollen wir das nicht selbst in unseren Lektionaren, in den Gottesdienstbüchern stehen, über den Lesungen nochmal Überschriften. Als wäre das nicht genug, wenn wir hören, das ist aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Dann steht da noch irgendeine Überschrift drin, aber das ist immer eine Bevormundung. Das heißt, ich soll das hören, ich soll darauf achten, was in der Überschrift steht. Aber das ist nur das, was der Typ meint, der Neutestamentler oder der Professor oder der Bischof, der meint, das sei wichtig in dieser Lesung. So funktioniert das aber nicht mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist spricht durch jedes Wort der Schrift zu uns. Und er spricht uns in ganz unterschiedlichen Situationen an. Und es kann sein, dass es gerade nicht das Wort ist, das der meint aus der Überschrift, sondern das andere. Und das überhören wir dann schnell, wenn wir sagen, wann kommt das denn jetzt, was der gerade als Überschrift gesagt hat. Das ist eine Form von Bevormundung, das entspricht nicht ganz der Freiheit des Christenmenschen. Also deshalb auch in der Heiligen Schrift, das ist zur Gliederung, kann das sinnvoll sein, weil ja auch die Kapiteleinteilungen viel später sind, die sind ja auch nicht ursprünglich.
deshalb, bevor wir da immer so eine große Textmasse haben, die nicht gegliedert ist, mag das eine Hilfe sein und man findet schneller etwas, aber sie haben mit dem Inhalt eigentlich nichts zu tun. Das muss man sehr, sehr stark relativieren. So auch hier, dieser Psalm hat keine Überschrift, denn wir machen eine merkwürdige Beobachtung. In der Apostelgeschichte, im 13. Kapitel, ist vom Psalm 2 die Rede. Warum toben die Heiden und rumoren die Völker, ja, gegen den Herrn und seinen Gesalbten? In einer Lesart, in einem Textzeugen, in einem griechischen, steht die merkwürdige Bemerkung, im ersten Psalm heißt es und meint den Psalm 2. Was ein Zeichen dafür ist, dass unser Psalm in der Regel nicht als Psalm gelesen wurde, sondern wie ein Eingangstext zum Psalmenbuch. Denn es ist ja auch merkwürdig, wir sagen, das Gebetbuch Israels wird zum Gebetbuch der Kirche. Und wir schlagen den Psalter auf und finden Psalm 1 und sehen, es ist alles dort im Psalm 1, aber kein Gebet. Schauen Sie mal in den Text, es ist kein Gebet. Es ist nicht ein einziger Satz des Gebetes drin. Wir haben eben schon gesagt, es ist eine Seligpreisung. Es ist ein Text, der zur Weisheitsliteratur gehört. Aber es ist keine einzige Bitte drin. Es ist keine Lobpreisung drin. Keine Lobpreisung Gottes. Keine Klage, kein Dank. Was ist Psalm 1? Es ist sowas wie eine Einführung in den Psalter. Es ist wirklich im Grunde genommen die ausformulierte, als Seligpreisung, die ausformulierte Überschrift. Wie man denn diese Psalmen verstehen soll, wie man sie beten soll, wie man sie hören und lesen soll. Und dann haben wir eben diese Überschrift, die sich immer irgendwie gleicht. Ich weiß gar nicht, was steht hier. Ja, hier steht auch, also in der alten Jerusalemer Ausgabe, steht die beiden Wege. Das steht bei euch ähnlich, glaube ich, in der Einheitsübersetzung, oder? Oder nochmal anders formuliert, was der Schmidt gesagt hat. Das ist eine gefährliche Interpretation. Warum? Das kann man gut deutlich machen. Das unterstellt einmal, dass wir hier, weil es das in der Antike gibt, eine Lehre von den zwei Wegen haben. Wir kennen vielleicht alle noch, vielleicht aus der Schule oder sonst irgendwie aus der antiken Mythologie, Herakles am Scheideweg. Oh, ist so eine klassische Sache. Zwei Wege, Lehren gibt es öfter. Und immer, und das ist eine ganz bestimmte Schule, die uns das Glauben machen will, die dann sagt, da kann man mal wieder sehen. Das ist wahrscheinlich von der Torahfrömmigkeit ein relativ junger Psalm, so an dem Beginn der Psalmensammlung, als sie zusammengestellt wird, gestellt. Möglicherweise entspricht der vom Inhalt her einer pharisäischen Frömmigkeit, nämlich sich ganz in die Torah hineinzuknien, aus der Torah zu leben, den ganzen Tag über die Torah nachzusinnen. Das ist ja eine bestimmte Frömmigkeitsform und Äußerung auch des Judentums bis heute. Es gibt für uns manchmal ganz unverständlich Menschen, die mit und von der Tora leben, die deshalb sehr arm waren, die kaum einem Beruf nachgegangen sind, sondern deren Beruf war es, das Wort Gottes zu betrachten. Die Frommen. Und dann ist das Merkwürdige, dass das hier kollidiert, weil die Pharisäer nun gerade sich ja in ihrer Entstehungszeit gegen diesen aufkommenden und alles überschwemmenden Hellenismus gewandt haben, gegen diese moderne griechische Lebensform. Wir haben jetzt gerade, wenn wir in den Vigilien jetzt oder auch samstags die Makkabäer lesen, ist das ja genau der Hintergrund dafür, dass man von dieser Kultur so überschwemmt wird, dass man die eigene Identität verliert. Deshalb ist es ein spannendes. Und das ist die Entstehungszeit der Pharisäer. Also greifen die dann doch mit ihrem Entwurf
auf hellenistische Muster zurück mit dieser Zwei-Wege-Lehre. Also der große Kommentator der Psalmen, Hans-Joachim Kraus, hat das abgelehnt und ich denke zu Recht abgelehnt. Weil er sagt, es geht hier nicht um zwei Wege, die man wählen soll. Es geht um einen einzigen Weg, der möglich ist. Und der andere wird eben aufgezeigt als ein Weg, der überhaupt nirgendwo hinführt. Also hier ist keine echte Wahl. Es gibt nur den Weg, der zum Leben führt. Es gibt nur den einen Weg, der glücklich macht. Es gibt nur diesen einen Weg, der selig zu preisen ist, wenn man auf ihm geht. Und der Mensch, der auf ihm geht, ist selig zu preisen. Aber es gibt keine zwei Wege nach dem Motto, du kannst dies und dies. Es gibt keine Wahl. Deshalb ist dieses Vorbild, aber das, dahinter steckt eine ganz bestimmte Denkfigur. Also das, was wir bis zu Drewermann verfolgen können, was wir teilweise bei den Kirchenvätern im frühen Mönchtum verfolgen können, zu sagen, die sind eigentlich nie eigenständig. Sondern es gab so einen guten Anfang und der wird immer versaut durch dieses komische griechische Denken. Dann ist das jetzt bei den Pharisäern, das ist der Hellenismus, bei den Mönchen ist es der Neuplatonismus und sowas. Und die haben eigentlich hat das Christentum ein paar schöne, unverdorbene Ursprünge und dann hat alles, was danach kam, ist alles verdorben, alles vergiftet, alles von einem fremden Denken durchdrungen. Also wenn man auf diesem Hintergrund auch nochmal die Jesusbücher von Benedikt XVI. Anschaut und liest, das ist eines seiner großen Anliegen, diese Theorie, die wirklich absurd ist, aber die immer noch viele, viele Anhänger hat, aufzuzeigen, dass sie so nicht schlüssig ist. Sie ist nicht schlüssig. Man bestreitet damit also den auch christlichen Theologen. Natürlich können die haben eine bestimmte Erziehung gehabt, die nutzen ein bestimmtes Vokabular. Die sind auf griechische Schulen gegangen, auch manchmal bevor sie getauft wurden. Aber sie stellen das dann doch ganz in den Dienst und es kommt zu einer sehr fruchtbaren Begegnung, aber nicht zu einer Überfremdung oder einer Einordnung oder wie auch immer. Also keine zwei Wege. Es ist geradezu am Beginn des Psalms, Martin Buber übersetzt das wie einen Ausruf. Oh, wie glücklich ist doch der Mann, der auf dem Weg des Herrn geht. Dahinter steckt auch nochmal ein anderes Vorurteil, auf das Kraus auch hinweist, dass man sagt, naja, das ist in diesem jungen Psalm hat man sich im Grunde genommen mit seinem Schicksal abgefunden. Und das ist ein sehr antijüdisches Vorurteil, mit dem man auch aufräumen muss. Das ist besonders auch für uns als Christen wichtig, auf der einen Seite das Vorurteil zu relativieren und auf der anderen Seite auch die Chance, in der christlichen Lesart dieses Psalms zu sehen. Das Vorurteil heißt, naja, jetzt haben sie keine Propheten mehr, sozusagen da ist nichts mehr, das ist wie ein abgestorbener Ast. Und jetzt wird man halt zu einer Observanzfrömmigkeit. Also man hält, die Pharisäer halten da so und so viel Gesetze ein und so viele Normen und so, nachdem man sozusagen den charismatischen Aufbruch nicht mehr hat, die permanente kritische Instanz der Propheten, wird man halt nur noch zur Beobachtung von bestimmten Übungen angehalten und das ist dann eben gerecht. Man spricht wirklich im Judentum von einer Religion der Observanz, und zwar ist das sehr abschätzig gemeint. Es gibt eine Buchstabenfrömmigkeit und damit soll man sich halt jetzt den ganzen Tag befassen. Das ist natürlich, ich weiß gar nicht, ob die Väter so gesprochen hätten. Das ist neuzeitlich antijüdisch. Und es kommt natürlich auch, wir wollen ja gerecht sein, aus der protestantischen Ecke. Und wenn man gegen Juden polemisiert man immer auch gleichzeitig gegen die Katholiken. Das ist vollkommen klar. Weil die sind ja der Inbegriff von Observanzfrömmigkeit ebenso. Immer. Wenn katholische Prediger gegen die Pharisäer schimpfen auf der Kanzel, sollten sie mal in den Spiegel schauen. Wir sind denen sehr verwandt. Und zwar mit allen Chancen, mit allem Aufbruch und mit allen Gefährdungen. Bis hin zur Sklerotisierung, bis hin zur Verkalkung von Frömmigkeitsformen. Aber dieser Psalm führt uns ja in den Psalter hinein, der die Tora eben nicht als eine starre Buchstabenfrömmigkeit oder Observanz besieht.